Deutschland ist das innovativste Land der Welt. Das hat so ein Ranking ergeben, und zwar vom Weltwirtschaftsforum im letzten Jahr, dass Deutschland ganz an die Spitze gekommen ist. Ist irgendwie eine steile These, sagen jetzt vielleicht einige aus der Medienbranche. Pia Frey nickt schon fleißig, sie ist auch der Meinung. Also haben wir uns gedacht, fragen wir doch mal nach, wie ist es eigentlich um die Innovation in der deutschen Medienbranche wirklich bestellt? Und darüber sprechen wir mit Pia Frey. Sie ist Mitbegründerin von Opinary und hostet den OMR Media Podcast. Und dort spricht sie mit Vertretern aus der Medienbranche, nämlich genau darüber, über neue Entwicklungen, über Innovation. Herzlich willkommen, Pia Frey. Hallo. So, und da gehen wir doch gleich mal rein. Klären wir das direkt. Wie steht es denn aktuell um die Innovation in der deutschen Medienlandschaft? Das ist ein breites Feld, würde ich sagen. Okay. Also ich habe ja natürlich ja jetzt auch bin da nicht allwissend, sondern habe eine limitierte Sicht auf Verlage, mit denen wir zusammenarbeiten oder in Gesprächen sind. Und das über Deutschland, UK und USA hinweg, wo wir hauptsächlich unterwegs sind. Und in dem Vergleich würde ich sagen, dass in einer Hinsicht finde ich Deutschland sehr gut oder finde ich deutsche Verlage ganz gut, nämlich, dass sie kritisch sind und sich sehr genau angucken, was sie machen wollen, nicht machen wollen, dass sie nicht so die Tendenz haben, sich auf jede Innovation zu stürzen, weil es halt irgendwie cool klingt. Und diese eingebaute Skepsis, die, glaube ich, Deutsche in vieler Hinsicht haben, die ist erstmal hilfreich, um sich nicht zu verrennen in einem Innovationsurwald. Auf der anderen Seite kann das aber auch eine Bremse sein, oder lebe ich es auch manchmal als Bremse, wo man das Gefühl hat, oh mein Gott, ihr steht euch gerade ein bisschen selber im Weg. Wenn dieser Perfektionsanspruch, den Deutsche auch haben, vor allem im Vergleich zu USA, so zu großen Hürde wird, einfach etwas mal zu probieren. Ich glaube, da ist eine Entwicklung drin, oder es verändert sich, und so dieses, zumindest die Innovationstheorie von irgendwie schmalspurig erstmal testen, dann ausrollen, es ist nicht schlimm, wenn es nicht funktioniert, die sinkt schon so in die Köpfe. Aber ich würde sagen, es ist noch etwas zu tun, was einerseits so den Perfektionsanspruch angeht. Dann ist wahrscheinlich auch noch etwas zu tun, was so die interne Vernetzung innerhalb von Organisationen angeht. Obwohl ich dazu sagen muss, dass da Deutschland und USA und UK sich wirklich nichts nehmen, wie sehr man sich da manchmal selber behindern kann, wenn einfach Abteilung A einfach nicht mit Abteilung B spricht. Das ist, glaube ich, aber einfach, macht Innovation tendenziell schwieriger. Wenn man mal Innovation einfach als so Weiterentwicklung vom Status quo sieht, das ein bisschen über den Tellerrand hinausgeht dessen, was man sowieso jeden Tag macht. Aber es ist schon so, dass USA war ja häufig dieses Try and Error und irgendwann funktioniert es, dass das in Deutschland langsam ankommt, was für mich auch irgendwie so ein bisschen zur Innovationskultur dazugehört. Einfach mal probieren. Ja, ich würde aber da sagen, USA und Deutschland können echt auch was voneinander lernen. Weil in USA ist es so, da sagen Leute sauschnell ja und sagen, ja cool, machen wir. Amazing. Und bis man in Deutschland zu diesem Punkt kommt, dauert es saulange. In USA ist es dann aber so, dass ich da auch Tendenzen sehe, dass Leute sich einfach ein bisschen verrennen in Sachen, die sie machen wollen, dass alles nicht so durchdenken teilweise oder nicht so ernst nehmen und dann einfach Experimente, eine schwierige Startbasis haben, wenn da kein volles Commitment wirklich da ist, etwas wirklich zu probieren, weil man einfach gerade dachte, in einem Meeting, klingt cool, probieren wir mal. Und dann aber verläuft es sich irgendwie in diesem Urwald von Sachen, die man gerade alles so probieren möchte. In Deutschland ist das der Teil, also so diese Durchdachtheit, in der man dann tatsächlich etwas probiert, viel, 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 viel fundierter. Nur um zu diesem Punkt zu kommen, dauert es manchmal saulange. Okay. Meine Frage wäre auch, diese Innovationen, sind die häufig technischer Natur oder geht man da auch ins Inhaltliche, schaut, wie kann man vielleicht Dinge anders erzählen, auch wenn man publiziert, oder ist es sehr getrieben durch neue Techniken, die auf den Markt kommen? Also ich glaube, es ist so, dass man
es sich schwieriger macht, wenn man das so kategorisiert. Also wenn man als Unternehmen sagt, ich möchte jetzt Tech-Innovationen fördern oder ich möchte jetzt Content-Innovationen fördern. Wenn man das so siloartig schon denkt, dann ist man da sehr viel limitierter in den Strategien und Wegen, die man gehen kann. Ich glaube, vor allem so unsere Generation denkt ja gar nicht so sehr in diesen Kategorien, was ist jetzt eine Social-Media-Initiative, was ist jetzt, also ich weiß nicht, diese Kategorien existieren nicht so sehr. Und das kommt, glaube ich, der Sache entgegen. Also, aber die Innovationstrends, die so durch die Häuser laufen, ja, die unterscheiden, also da kommen Wellen, flachen wieder ab. Eine Zeit lang denken alle, sie müssen jetzt unbedingt VR machen, dann wieder doch nicht mehr. Also ich glaube, jede dieser Wellen ist mit Vorsicht zu betrachten und bestmöglich irgendwie so bereichsübergreifend zu denken. Mhm. Wenn Sie verschiedene Häuser ansprechen, wo ist denn der Innovationsdrang da besonders groß? Eher bei Startups oder auch tatsächlich bei den etablierten Medienhäusern? Also ich würde sagen, der wahrgenommene, gefühlte Innovationsdruck ist in Startups größer, weil man sich einfach mit wenigen Ressourcen schnell weiterentwickeln muss und da braucht man Ideen. Ich glaube, in größeren Häusern ist es eher so, dass man sich auch aus einer oberen Management-Ebene wünscht, innovativ zu sein, aber das erstmal häufig als Stichwort definiert, nicht als eine eingewachsene Strategie oder eine eingewachsene DNA. Und von diesem Innovations-Buzzword auskommt, ist es vielleicht auch manchmal unklarer, in welche Richtung man laufen möchte, wenn es nicht begriffen wird als einfach ein Weg, sich vom Status quo weiterzuentwickeln. Also wird es mehr als Fremdkörper wahrgenommen, denn Startups muss man eigentlich, da gehört es dazu, es wird erwartet. Ich glaube, das könnte man auch zum Beispiel, ja, und das könnte man auch daran sehen, wie so vor einigen Jahren jedes Haus, das was auf sich hielt, sich so ein Lab eingerichtet hat und da irgendwie bunte Sitzsäcke reingeschmissen hat. Und das löst halt noch kein Problem. Da werden Feigenblätter produziert, wurden auch coole Sachen produziert. Ich habe auch selber in so einem Lab gearbeitet. Werden auch coole Sachen produziert, aber hat auch ein Risiko in so Feigenblattproduktion, die am Ende nicht den Weg in das Kerngeschäft schaffen. Das heißt, wie vielleicht ein paar Tipps, wie sollte denn ein Medienunternehmen das angehen, was Neues schaffen, was ist so die Grundvoraussetzung, dass es auch wirklich gelingen kann am Ende? Also viel. Ich würde es mal aus zwei Richtungen denken, nämlich einmal so top-down, was wird von einem Vorstand oder oberen Management an Möglichkeiten gegeben und was ermöglicht man von unten, also aus der Basis auskommt. Und da ist, glaube ich, aus dem Top-Management einfach erstmal eine Haltung wichtig, nämlich dass das, wie man es lange gemacht hat, noch keine Rechtfertigung dafür ist, es so weiterzumachen. Und die Bereitschaft, Strukturen in Frage zu stellen, die Bereitschaft und die Ressourcen, neue Strukturen aufzusetzen, was ja sau anstrengend ist, das erleben auch wir als wachsendes Startup, dafür so den Headspace und die Zeit schaffen, ist, glaube ich, ist wichtig. Und dann auf einer anderen Ebene kommt aber ja manchmal das, was dem Vorstand so, was dem vorschwebt, nicht unbedingt an der Basis an. Und wenn ein Praktikant eine gute Idee hat, dann ist die Connection zu dem CEO, der gesagt hat, wir wollen jetzt total smart darin werden, wie wir, weiß nicht, mit unseren Lesern interagieren, der Weg ist ganz schön lang. Und da eine so eine fluide Struktur zu haben und eine Bereitschaft auf allen Ebenen, damit eine Idee, die von der Basis auskommt, ihren Weg durch die Organisation finden kann, auch wenn das nicht in irgendeinem Innovationslab passiert, sondern im Day-to-Day-Business passiert, das ist, glaube ich, total wichtig. Und was darauf einzahlt, ist natürlich, wie gut ist man intern miteinander vernetzt und wie sehr gelingt es, sich aus so den Silostrukturen rauszuentwickeln. Ich fand da ganz interessant so die Diskussion um dieses Statement von Julia Bönisch in einem Interview, der Chefredakteurin von süddeutsche.de, die sagte, Verlag und Redaktion sollen sich mehr aufeinander zubewegen, was dann Widerstand im Haus ausgelöst hat. War so ein bisschen symptomatisch für ein Problem und die machen krass viel richtig, die SZ, die sind total gut. Ich glaube, damit sie noch besser werden, ist die Vernetzung tatsächlich sau wichtig. Und so den Widerstand fand ich da interessant. Und wo gibt es jetzt vielleicht ein Beispiel, wo es wirklich perfekt funktioniert hat, alles zusammen? Also vielleicht ein bisschen fantasielos, aber ich würde sagen, in der Entstehungsgeschichte von Opinory, von dem, was wir machen, da steckt ein ganz gutes Beispiel drin, nämlich war ich
Volontärin bei der Welt und bei der Journalistenschule da und hatte da so dieses Embryo dieser Idee und habe da halt verschiedensten Leuten von Vorstand bis Chefredaktion geschrieben, ich muss unbedingt diese Idee präsentieren. Und die Gesprächsbereitschaft und die Offenheit dafür war riesig und so wie wenig Bürokratie mir da in den Weg gelegt wurde, in-house dieses Ding zum Laufen zu bringen, zu testen, weiterzuentwickeln, relevantes Feedback zu bekommen, fand ich auch im Rückblick nochmal total beeindruckend. Also nehmen wir mit, Innovation in der deutschen Medienlandschaft, die gibt es. Es geht auch langsam voran, man traut sich ein bisschen was. Wichtig ist, miteinander zu reden. Und ich danke für Ihren Besuch. Pia Frei. Danke.